zum 20. Mal bereits hier in Möckers, das Motocross in Möckers. Wie kommt es dieses Jahr an bei den Leuten? Kann man da schon was sagen? Ja, absolut tolle Veranstaltung. Wir haben optimale Verhältnisse, was die Fahrbahn anbelangt, was die Streckenverhältnisse anbelangt. Top-Veranstaltung bisher. Warum ist das Motocross in Möckers so erfolgreich? Was ist das Geheimrezept? Ich denke, dass wir doch jahrelange Erfahrung schon haben und viele tolle Events schon gemacht haben. Mit der Weltmeisterschaft 2002, dann die internationale deutsche Meisterschaft 2006, um nur einige Highlights zu erwähnen. Und natürlich die österreichischen Meisterschaften, die wir schon absolviert haben und jetzt Schweizer Meisterschaften. Also es ist ein Riesenpotenzial schon passiert. Wir sehen hier tolle Stunts im Hintergrund. Für alle, die am Sonntag noch kommen möchten und sich das anschauen, was gibt es denn am Sonntag noch zu erleben, also hier auf dem Motocross-Gelände? Ja, am Sonntag kommen die Nachwuchsklassen in der Schweizer Meisterschaft, dann die internationale Klasse, dann die Quad-Klasse und auch die Top-Seitenwagen-Klasse. Und was fährt der Cheforganisator selbst gerne für ein Gerät? Ja, ich habe eine 525er Maschine, habe leider kürzlich einen Sturz rekreiert und bin leider verletzt, kann heute nicht starten. Aber sonst sind wir dabei? Ja, klar. Was macht der Reiz aus? Ja, das ist ein gewisser Kick. Ich mache das schon seit meiner frischen Jugend und es ist ein bisschen Benzin im Blut und für meine Söhne auch natürlich.